Machen wir heute weiter mit den sieben Faktoren des Erwachens. Wir haben ja das letzte Mal die ersten drei angeschaut. Sati, Achtsamkeit und die zwei ersten energetisierenden, weckenden Faktoren. Also Achtsamkeit, Gewahrsein, Bewusstsein, die grundlegende Geistesqualität überhaupt, um zu sehen, was vor sich geht im Körper, Herz und Geist. Also die grundlegende Qualität, die uns hilft, klar zu sehen, was führt zu mehr Leiden, zu mehr Verstrickung, was führt zu mehr Freiheit. Also diese unterscheidende Qualität auch von Achtsamkeit. Und nochmal zur Wiederholung das Gleichnis vom Torwächter, von der Torwächterin. Die Achtsamkeit ist wie die Wächterin an einem Stadttor. Sie ist in der Lage zu erkennen, wer Unheil bringt und wer nicht. Sie soll die unheilvollen Besucher daran hindern, in die Stadt einzutreten, die Heilbringenden aber willkommen heißen und einlassen. Sehen, was bringt Heil, was bringt Unheil, versuchen, das Unheil fernzuhalten. Manchmal gelingt es uns, manchmal nicht so leicht, aber dann können wir immer wieder die Wächterin der Wächter, immer wenn sie oder er präsent ist, haben wir die Möglichkeit, das Unheil fernzuhalten oder das Heilbringende einzulassen. Und wenn wir nicht präsent sind, halt nicht, dann geschieht einfach, was geschieht. Dann sind einfach die Gewohnheiten aktiv. Dann eben die zwei stimulierenden Faktoren, das erste Dhamma-Ergründung. Also wir wirklich, wirklich selber untersuchen können, also nicht nur hinschauen, sondern untersuchen. Die Unbeständigkeit, die Unzulänglichkeit, die Substanzlosigkeit, diese drei grundlegenden Daseinsmerkmale, dass wir die selber immer wieder anschauen können. All unsere Erfahrungen bezüglich dieser drei Qualitäten untersuchen. Ist das, was ich jetzt zwar erfahre, wirklich der Vergänglichkeit unterworfen oder hat das Bestand? Und ist es wirklich dauerhaft Glück bringen, dauerhaft zufriedenstellen, das, was jetzt geschieht? Ob angenehm oder unangenehm? Selber untersuchen. Und wenn wir eben sehen, dass alles dem Vergehen unterworfen ist, sehen wir, dass nirgends irgendeine Instanz, eine Substanz sein kann, die einen Kern von uns oder von irgendeinem Wesen darstellt. Eben das sogenannte Nicht-Selbst oder Anatta. Und durch all diese Fragen öffnen wir uns für Möglichkeiten, überhaupt etwas zu sehen, das wir vielleicht sonst gar nicht in unserem Feld der Möglichkeiten haben. Also unsere Sicht auf uns, auf alles, was existiert, unsere Wahrnehmung ist so extrem beschränkt auf das, was wir für möglich halten. Und alles, was wir nicht für möglich halten, das gibt's ganz einfach nicht. Scheinbar. Also wir öffnen uns immer wieder für Möglichkeiten oder wir versuchen uns für Möglichkeiten zu öffnen. Dass was auch anders sein könnte, dass ich auch anders sein könnte, als wie ich's immer gedacht habe oder gefühlt habe. Und zum Thema der Fragen, es ist nicht ganz, ganz passend, aber es gefällt mir doch sehr, etwas, ein Auszug aus einem Gedicht von Rainer Maria Rilke. Man muss Geduld haben mit dem Ungelösten im Herzen und versuchen, die Fragen selber lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antworten hinein. Also das Fragen, das ist das Wesen der Ergründung. Fragen, hinschauen, offen, interessiert, möglichst vorurteilslos hinschauen, hinspüren. Der nächste energetisierende Faktor, den wir hatten, Energie, Virya in Pali, eine sehr, sehr wichtige Qualität, weil eben unsere Gewohnheiten, unsere Muster so tief eingeschliffen sind, dass wir uns eben immer genau in diesen bewegen. Und es braucht viel Energie, es braucht immer wieder diese Energie, uns da rauszunehmen. Ich habe bei mir oft das Bild von den alten Shellac, von den Langspielplatten, und manchmal gab es da Kritze drin, und dann hängt die Nadel einfach immer in derselben Rille. Und irgendwie funktionieren wir auch so. Wir haben solche Rillen
Und da drin dreht sich's einfach so, das endlos. Wir müssen immer wieder mal das Pickup, also die Nadel, in eine andere Rille reinlegen. Wieder mal was anderes sehen oder hören. Und das braucht immer einen willentlichen Akt. Aha, ich möchte aus meiner Gewohnheit raus. Ich möchte jetzt anders hinschauen. Oder ich möchte das, was ich jetzt 10-mal gesehen, gespürt habe, mal nicht sehen und mich öffnen für eine andere Sichtweise. Und die andere Sichtweise kann einfach sein, dass ich eine körperliche Erfahrung oder eine geistige Erfahrung anders wahrnehmen kann, dass ich zulasse, dass dieselbe Erfahrung bildlich gesprochen mir was anderes sagt. Und diese Übung ist wirklich buchstäblich ein gegen den Strom schwimmen. Primär mal ein gegen den eigenen Gewohnheitsstrom schwimmen, der ist einfach stark. Das ist das Bequemste, uns einfach in unserem Gewohnheitsstrom treiben zu lassen. Und wenn ich das nicht will, dann braucht es eine Anstrengung, gegen den Strom schwimmen. Wenn jemand schon in einem Fluss geschwommen ist, wisst ihr, wie das ist? Je mehr Strömung, umso mehr Energie braucht's. Und je nachdem, wie unsere Muster sind, sind eben die Strömungen mal stärker und mal sind sie so wie am Rand. Dann geht's noch so einigermaßen, dann kommen wir schnell wieder raus. Und wir schwimmen natürlich auch gegen einen gesamtgesellschaftlichen Strom, also der Strom, der heißt, ganz grob gesagt, Konsum bringt dir Befriedigung. Reinziehen, möglichst viel haben. Ich brauche noch. Und dann. Und das, was wir hier versuchen, ist zu sehen, dass das mit dem Kriegen, was wir immer wieder hoffen oder was wir abwehren wollen, dass das einfach nicht zu dauerhaftem Glück führt. Das ist eigentlich genau das Gegenteil dessen, was wir tagtäglich eingeimpft kriegen. Ja. Alle Plakatwände, jede Werbung sagt was anderes. Du brauchst noch. Und erst dann bist du glücklich. Energie, die vier Felder, die wir bearbeiten können, vermeiden von Unheilsamen, überwinden von Unheilsamen, entfalten von Heilsamen und erhalten von Heilsamen. Also die vier Aspekte, die wir angeschaut haben. Noch einmal kurz, Ama Synkletika, die Wüstenmutter, 4. Jahrhundert nach Christus in Ägypten gelebt. Am Anfang gibt es Kämpfe und viel Arbeit für diejenigen, die Gott der Erkenntnis nahe kommen wollen. Doch danach gibt es unbeschreibliche Freude. Und das ist der nächste Aspekt, der nächste belebende, energetisierende Faktor. Freude, Entzückung, Piti in Pali. Ist eine sehr hilfreiche Qualität. Und eben auch stimulierend, energetisierend. Wenn wir länger etwas tun, egal was wir tun, die spirituelle Praxis oder irgendwas im Leben, länger etwas tun und wir empfinden gar keine Freude dabei, wird die Energie nachlassen, überhaupt weiterzumachen. Das heißt, Freude kann ein sehr, sehr hilfreicher Faktor sein, um immer wieder Energie zu kreieren. Also die Energie, die führt zu Freude, der Energieeinsatz führt zu Freude und die Freude gibt wieder mehr Energie, um weiterzumachen. Weil wir sehen, es ist immer wieder eine Art eine Belohnung. Und ich habe das Beispiel vom Radfahren erzählt, wie ich gelernt habe, Rad zu fahren. Und ich bin wirklich oft auf die Nase gefallen. Aber das Fahren hat mir so Freude gemacht. Ich habe so Spaß gehabt, möglichst schnell, möglichst steil. Das heißt, der Spaß hat einfach das Leiden überwogen. Und das hat immer wieder Mut gemacht, weiterzumachen, weiterzuprobieren, noch ein bisschen geschickter zu werden. Freude, Entzücken entstehen eigentlich ganz, ganz einfach gesagt, wenn wir uns dem, was wir momentan erfahren können, voll und ganz hingeben. Wenn wir uns ganz auf die Erfahrung einlassen können, ob das die Erfahrung des Ein- und Ausatmens ist, ob das das Sprechen von Metasätzen ist, ob das WC-Putzen ist, ob das Heben und Schieben und Senken der Füße ist, spielt im Prinzip absolut keine Rolle. Wenn wir ganz dabei sind, wenn wir uns der Erfahrung wirklich hingeben können, ist Freude die logische Folge. Und ich glaube, dass man genau das bei Kindern noch viel mehr sehen kann. Also je älter wir werden, umso irgendwie, wir wissen ja alles schon, wie es ist.
Ja, atmen, ein- und ausatmen, ist ja klar, es atmet ein- und aus und dann hebt sich der Bauch und er senkt sich. Das Kind, wenn es etwas zum ersten Mal sieht oder vielleicht auch noch zum fünften Mal, das ist einfach die Hingabe, das ist dieses Mysterium, dass sich da was Neues zeigt. Und da ist dann eben Freude, ist einfach die Freude an dem, was man erlebt und überhaupt die Freude, etwas anzuschauen, etwas zu spüren, sich etwas hinzugeben. Und das ist eigentlich gemeint mit dem Anfängergeist, dieser berühmte, die Aussage aus dem Zen. Immer wieder der Versuch, alles mit frischen Augen, einfach ganz frisch, als ob es das erste Mal wäre, anzuschauen, anzuhören, anzufühlen. Sich dem ganz hingeben. Und das fällt uns so schwer, weil wir alles einfach kategorisieren. Das Kategorisieren ist ja auch extrem hilfreich. Also wenn ich weiß, Gong schlägt, aha, der Gong heißt Essen, dann muss ich da raus und dort rein und den Schöpfkelle und so weiter. Wenn ich das allererste Mal erfahren würde, wäre es vielleicht morgen früh, bis ich dann was habe, außer es hilft mir jemand. Das ist sehr hilfreich, aber auf der anderen Seite eben abstumpfend. Wir wissen es ja schon. Es ist also eine Qualität des Loslassens, der Hingabe, die zu Freude führt. Ganz einfach loslassen, sich hingeben. Nicht festhalten an einer Idee, an der Vorstellung, wie es ist, sondern frisch schauen. Es ist erstaunlich, ich nehme an, einige von euch haben das vielleicht jetzt oder in anderen Retreats erfahren, wie ein Ein- und Ausatmen wahnsinnig interessant sein kann. Weil es einfach nur der Ein- und der Ausatmen ist, der im Moment im Fokus ist. Es atmet ein und aus. Ich muss nichts dazu tun, ich muss nichts wegnehmen. Es ist genau richtig. Es ist alles gut. Und das ist eine sehr freudvolle Erfahrung. Und es ist interessant zu sehen, dass es eben unsere eigene, also auch Freude, unsere eigene Kreation ist. Also die Freude kommt nicht von außen, von irgendeinem Geräusch oder einem Geruch oder einem Geschmack oder einem Blick, sondern von dem, wie ich das wahrnehme, wie präsent ich mit dem bin, was die Erfahrung jetzt gerade ist. Das heißt, ich kann durch Übung meinen eigenen Geist in Freude versetzen. Und Ergründung, also der zweite von den Erwachensfaktoren, ist auch ein Mittel, um Freude zu kreieren, Freude entstehen zu lassen. Also zum Beispiel das Reflektieren über Buddha Dhamma Sangha. Das kann zu tiefer Sammlung führen und zu großer Freude, zu sehen, da ist, es waren wirklich, es gab Menschen und es gibt immer noch Menschen, die tiefe Erkenntnisse erfahren haben. Und durch das, dass sie ihre Erfahrungen weitergegeben haben, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, sind andere Menschen hier, die in eine ähnliche Richtung gehen. Wenn ich zu Hause übe, ist das viel schwieriger, als wenn ich hier übe. Und das kann zu tiefer Freude, einfach diese Überlegungen können Freude bewirken. Oder nur schon, dass sich bewusst machen, dass der Geist noch formbar ist. Also, dass überhaupt noch was zu ändern ist, dass der nicht einfach fix aversiv oder fix verlangend oder völlig vernebelt ist und dann ist es halt so. Und zwar scheinbar bis ins relativ hohe Alter, je nach Zustand. Das ist wirklich formbar. Reflexionen über die Praxis, über die eigene Praxis, übers Bemühen, übers Dranbleiben, kann hilfreich sein. Als ich mal eine Krise hatte, nicht mehr wusste, was das alles soll, wirklich Zweifel, hat mir ein Lehrer geraten, ich soll mir eine Liste machen. Alle Retreat-Tage aufschreiben, die Tage, in denen ich schon die ich in Retreats verbracht habe. Und es kamen einige zusammen. Und da meinte er, also wenn das nichts bringen würde, wenn du keinen Effekt erfahren hättest bis jetzt, wärst du ja ziemlich blöd, wenn du immer noch hier wärst. Also er hat es nicht so gesagt, aber das war dann so habe ich es zusammengefasst. Also zu sehen, offensichtlich tut das was in mir. Sonst wäre ich wirklich dumm, wenn ich noch weiter in Retreats ginge. Jetzt würde ich besser wandern, oder? Das kann, ich habe eine Excel-Tabelle. Ganz einfach, zählt selber zusammen. Nur die Tage, Ort, Lehrende, was ich gemacht habe und Tage und es zählt fortlaufend zusammen. Also, falls ihr
mal wirklich Motivationsprobleme habt, versucht so Sachen. Aha, sind doch schon 70 Tage oder 399 oder 712 oder wie auch immer. Piti, eben diese Freude, die ist oft auch wirklich körperlich spürbar in verschiedenen Ausformungen. Allgemein ist, dass es meistens angenehm bis sehr angenehme Erfahrungen sind, von Kribbeln, von Prickeln, von Pulsieren, von Wärme, die sich im Körper ausbreitet, von Wellen, die durch den Körper ziehen, von Gefühl von die Haare stehen zu Berge, von Ausdehnung, Weite, Leichtigkeit, Schweben, so Erfahrungen, die man sich so allgemein erhofft vom Meditieren. Kann auch gröbere Formen haben mit Zuckungen oder. Aber im Allgemeinen wird es in den meisten Phasen als sehr angenehm wahrgenommen. Prickelnd, aufregend, erfrischend, belebend. Wir haben also Achtsamkeit und die drei energetisierenden Faktoren, Ergründung, Energie und dieses Piti, die Freude oder Entzücken. Darum wird es eben Entzücken genannt, weil so ein prickelndes, freudiges, entzückendes Erlebnis sein kann. Jetzt kommen die drei beruhigenden, stabilisierenden Eigenschaften. Die erste ist Gestilltheit, Passati in Pali, auch Ruhe oder Stille genannt. Manchmal, ich habe sogar schon Gelassenheit gelesen dafür, weil mit der Gestilltheit oder weil die sich als Freiheit von Ruhelosigkeit und Freiheit von Anspannung anfühlt. Also Ruhelosigkeit fällt ab, Anspannung fällt ab. Und es ist erwähnenswert, dass diese Gestilltheit auf die Freude folgt. Also Freude begünstigt das Entstehen dieser Gestilltheit, dieser körperlichen, geistigen Erfahrung von Ruhe, von Zufriedenheit. Das Entzücken, die Freude, ist noch Unruhe. Es ist prickelnd, erfrischend, aber es ist unruhig. Und die Gestilltheit ist eben, wie es Wort sagt, stiller, ruhiger. In der Lehrrede über die Achtsamkeit heißt es, bei einer, die verzückt ist, werden Körper und Geist still. Das ist eben die Folge der Verzückung, ist dann die Stillung. Es treten keine oder auf alle Fälle weniger Störungen auf. Der Geist hat viel weniger Bedürfnis nach irgendwas anderes als dem, was gerade jetzt einfach die Erfahrung ist. Und allein das kann was unglaublich Entspannendes sein zu sehen. Dieses Greifen oder dieses Abwehren muss nicht immer geschehen. Loslassen. Einfach das, was jetzt ist, ist einfach gut. Gut genug. Also es muss unser Leben, muss nicht immer mit Gedanken, mit Wünschen, mit Aversion gefüllt sein. Es kann einfach mal gut genug sein. Diese Erfahrung von Gestilltheit, die sich eben auch im Körper wie im Geist zeigen kann, wurde schon beschrieben, wie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich weiß nicht mal, ob's heute noch so ist, Kühlschränke, der Kompressor eines Kühlschranks, der hat eine Vibration und einen Ton, so ein Vibrieren halt, und wenn dieser Kompressor ausschaltet, oft nimmt man erst wahr, dass der Kühlschrank abstellt, wenn man die Ruhe wahrnimmt, weil das Geräusch nicht mehr da ist. Und diese Gestilltheit kann sich so ähnlich anfühlen. Ach, das ist ja plötzlich Ruhe. Das Flimmern, das Vibrieren, das vorher da war und vielleicht gar nicht wahrgenommen wird als das, ist plötzlich weg. Das wird dann wahrgenommen, aha, jetzt ist Ruhe. Und dann, scheinbar war vorher Unruhe. Das ist ja logisch. Also buchstäblich, dass auch Vibrationen feiner werden, dass auch der Körper wirklich auf einer feineren Ebene schwingt oder die Wahrnehmung auf eine feinere Ebene geht. Die Erfahrung, dass große Zufriedenheit und Glück nicht durch Verändern von äußeren Umständen herbeigeführt werden, sondern durch Loslassen, durch Hingabe, ist immer wieder erstaunlicherweise überall alles, was wir hier üben können. Es geht immer um Loslassen, nicht um etwas verändern, sondern um sein lassen. Es ist genau gut genug, wie es jetzt ist. Und dieses Loslassen führt zu Freude, führt zu Stille. Selbstverständlich sind die äußeren Umstände, können erschwerend oder eben begünstigend sein. Das sehen wir ja in so einem Retreat-Rahmen, wie
Oder wenn ihr zu Hause auch viel übt und hier eben auch und wie das wirklich anders ist. Also ein Rahmen macht ganz viel aus. Also die äußeren Bedingungen können sehr unterstützend oder erschwerend sein. Aber die, was wir tun können, ist immer loslassen. Es geht immer um das. Der christliche Mystiker Meister Eckhart hat zu dieser Zufriedenheit gesagt, wer das Leben fragte, 1000 Jahre lang, warum lebst du? Das Leben, wenn es antworten könnte, würde sagen, ich lebe darum, dass ich lebe. Oder nochmal Adyashanti, den ich schon ein paar Mal zitiert habe. Hör damit auf, der Liebe und dem Frieden hinterher zu jagen, und das Herz wird dir voll. Hör damit auf, ein besserer Mensch werden zu wollen, und du bist ein besserer Mensch. Hör auf, vergeben zu wollen, und die Vergebung geschieht. Halt inne und sei still. Hör auf, etwas anderes zu wollen. Also das Leben lebt sich selber. Wir sind ihm scheinbar einfach ab und zu im Weg und stellen uns selber das Bein. Und eines der Bilder, die genannt werden, um diese Erfahrung der Gestilltheit zu veranschaulichen, ein Mensch, der nach einer langen, langen Wanderung in der Hitze unter einem schattenspendenden Baum die Kühle genießt. Also die Hitze des Verlangens, die Hitze der Aversion kühlt sich ab. Dieses Haben wollen oder Loswerden wollen kühlt sich ab. Und diese entspannte Ruhe erlaubt es dem Geist, sich noch weiter zu sammeln. Und da kommt dann die nächste der stillenden, beruhigenden Eigenschaften, die Sammlung oder Samadhi genannt. Oft wird es auch Konzentration genannt, aber für viele von uns, also mir geht so, ich assoziiere mit Konzentration schnell, du musst, oder konzentrier dich mal, habe ich früher gehört, als ich überall war, außer bei den Schulaufgaben, konzentrier dich mal. Das heißt immer müssen. Ruhevolles Verweilen kann ein sehr guter Begriff sein. Ruhevoll auf einem Objekt verweilen. Wir lassen unsere Achtsamkeit da nieder. Und wieder in der Lehrrede, bei einem, dessen Körper still ist und der Glück empfindet, wird der Geist konzentriert. Auch wieder die Folge der vorherigen Faktoren. Und natürlich nicht nur linear, sondern oft sind die auch natürlich gegenseitig miteinander verknüpft. Und die müssen nicht unbedingt zum Beispiel das prickelnde Entzücken und die Gestilltheit, die können auch miteinander da sein. Manchmal ist das gar nicht so einfach zu sagen, jetzt ist nur das oder das. Sammlung entsteht durch die stete Ausrichtung des Geistes auf ein Objekt. Das haben wir ja immer wieder mal betont. Ruhevolles Verweilen auf einem Objekt, also eine Wahrnehmung, ein Geräusch, optisches Objekt, eine Körperempfindung, ein geistiges Objekt, was auch immer. Einfach ein Objekt. Das andere wird ausgeschlossen. Das andere wird einfach losgelassen. Metasätze wiederholen. Alles andere, was im Geist auftaucht, lassen wir los. Wir bleiben bei den Metasätzen. Oder bei der Erfahrung des Ein- und Ausatmens. Ein untrainierter menschlicher Geist ist wie ein Affe. Ein Affe springt oder hangelt sich von Ast zu Ast, um überall die besten Früchte zu erhaschen. Und so springt unser Geist von Gedanke zu Gedanke, um überall irgendwas zu finden, was vielleicht noch lohnender wäre als das, was jetzt gerade ist. Ich finde das ein sehr gutes Bild. Ein rastloses Umherirren auf der Suche nach Glück. Und dieses fast endlose Denken, also wenn wir der ungeschulte Geist denkt, eigentlich fast pausenlos. Von morgen früh bis abends spät. Und das kann sich sehr, sehr fest, sehr, sehr dicht, sehr, sehr stabil anfühlen, wenn wir es eben gar nicht merken, weil wir so darin verstrickt sind. Der Alltagsgeist ist verstrickt in die Geschichten. Und es fühlt sich dann so richtig und fest an, so bin ich, das bin ich, der bin ich. Und das ist dann eben ganz normal. Also der ungeschulte Geist kennt ja nichts anderes. Also wenn ich nicht weiß, dass es was anderes gäbe als Denken, wenn das mir niemand gesagt hätte,
Ich wäre vielleicht nicht auf die Idee gekommen, dass man einfach nicht denken könnte und dass sich das anders anfühlt als Denken, vor allem, dass eine andere Folge hat als das gewohnheitsmäßige Denken. Wenn wir aber eben in der Meditation den Geist beruhigen, können wir in Schichten vordringen des Geistes, wo eben diese Muster nicht mehr diese Macht haben, wo nicht alles zugedeckt ist von diesen Mustern. Und vor allem, wenn der Geist ruhiger wird, hat er immer weniger das Bedürfnis, sich festzuhalten an dem, was geschieht. Es ist dann nicht mehr so, bildlich gesprochen, nicht mehr so viel oder kein Klebstoff mehr da. Ein Gedanke taucht auf, der wird wahrgenommen und im selben Moment ist er aufgelöst. Ein Gedanke existiert nicht eine Zeit lang. Geschichten sind endlos aneinandergereihte Gedanken. Und wenn wenn der Geist sich nicht anklammert an diese Gedanken, gibt es gar keine Geschichte. Ein ruhiger Geist will gar keine Geschichte machen. Taucht ein Gedanke auf, weg. Nächster Gedanke, weg. Oder irgendeine andere Erfahrung. Ob das eine körperliche Empfindung ist oder was akustisches, was auch immer. Es ist kein Greifen, kein Greifen. Es muss nichts draus gemacht werden. Es gibt das berühmte Bild der Wolken, die vorüberziehen, dass man das vergleicht mit dem, da ziehen Wolken vorüber und so schauen wir die Gedanken an. Die Wolken entstehen aufgrund von Ursachen und Bedingungen, genug Feuchtigkeit und Kühle und was auch immer da zusammenkommen muss, und die lösen sich wieder auf, sobald die Bedingungen sich wieder ändern. Dann löst sich die Wolke einfach auf. Und das ist mit unseren Gedanken genau dasselbe, die steigen auf und lösen sich wieder auf. Und üblicherweise machen wir halt eine Geschichte draus. Und die Geschichte, das bin dann ich. Immer wieder ich, ich, ich. Wir konstruieren uns ohne Unterlass von morgen früh bis abend spät, konstruieren wir uns selber. Ich bin der, der das, ich bin der nicht das. Wir erzählen uns selber, ohne Unterlass. Ja, manchmal ist es zum Lachen und manchmal ist es zum Heulen. Vor allem jetzt immer dieselben langweiligen Geschichten sind. Also ohne Klebstoff keine Gedankenketten. Ohne Anhaften gibt's niemanden draus. Es sind einfach Gedanken, Gehörtes, Gesehenes, Gerochenes, Geschmecktes, Gefühltes. Es sind eben diese Greifhaufen, diese Kandas, die Arya erwähnt hat. Sie werden eben auch Greifhaufen genannt, diese fünf Aspekte. Man greift danach und macht ein Ganzes draus, man pappt die zusammen, das bin dann ich. Ob es einfach körperliche Erfahrungen sind, Gefühlstönungen und geistige Erregungen. Der nächste der beruhigenden Faktoren, Gleichmut, Upekkha in Pali. Ich finde eine schöne Umschreibung für das, mit gleichem Mut jeder Erfahrung begegnen. Gleichmütig, also nicht etwas bevorzugen, etwas wegstoßen, sondern alles mit gleichem Mut anschauen, anfühlen. Wie ein Berg, der dasteht, ob die Sonne scheint, ob es stürmt oder schneit. Er bleibt einfach dastehen. Hat nicht seine speziellen Vorlieben, Abneigungen, das haben wir natürlich. Und trotzdem einfach dastehen bleiben. Es ist gut, wie es gerade jetzt ist. Es ist angenehm, es ist unangenehm oder es ist irgendwas dazwischen. Gleichmut, die Eigenschaft, die uns voll präsent sein lässt und doch gelassen. Das ist die Kunst. Also nicht wegtauchen müssen, wenn es unangenehm ist, nicht hinterherrennen, wach bleiben und doch gelassen. Nicht nachrennen, nicht davonrennen. Sind Hochs, sind Tiefs, sind Freude und Schmerz. Wir lassen uns von denen aber nicht in die Höhe reißen und in die Tiefe schleudern. Und von den Winden des Verlangens oder der Aversion nicht umherwehen, sondern sehen, das ist Aversion, das ist Verlangen, wir müssen dem nicht allem folgen. Und was vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so klar ist, dass Gleichmut nichts mit Gleichgültigkeit zu tun hat. Also Gleichgültigkeit im Sinn von Fatalismus kommt eh, wie es kommt. Und es ist eigentlich umgekehrt, denn
präsenter, gleichmütiger Geist ist viel mehr da, ist viel mehr verbunden mit dem, was jetzt geschieht und lässt sich eben doch nicht so reinreißen in das, was geschieht. Also einfach gesagt bedeutet Gleichmut wach, präsent, in Kontakt sein, sich aber nicht zu identifizieren mit dem, was geschieht. Das ist immer wieder der Haken. Nicht das bin ich, sondern das geschieht jetzt. Und die Qualität dieses Gleichmuts kann sehr hilfreich sein für Menschen, die im weitesten Sinne therapeutisch arbeiten, also die sehr viel im Kontakt sind mit Leiden. Dieser Kontakt braucht eine Offenheit, es braucht eine Zuwendung, es braucht ein offenes Herz, einen offenen Geist und trotzdem braucht es eine gewisse Gelassenheit. Man gibt, was man geben kann, was im Moment in den Möglichkeiten ist und muss es dann loslassen. Wir können immer wieder das Beste geben im Leben, aber was daraus geschieht, das haben wir nicht in unserer Kontrolle. Also wenn man gerade in so einem Beruf sich immer nur definiert über die Erfolge, die da sichtbar sind, dann muss man verzweifeln. Also ein Arzt oder eine Ärztin, der nur mit schwer krebskranken Menschen arbeitet, müsste ja zugrunde gehen. Weil die werden alle früher oder später, manchmal später natürlich, glücklicherweise. Aber die Richtung ist immer dieselbe, oder? Oder alle, die mit alten Pflegebedürftigen im letzten Lebensstadium arbeiten, die sehen eigentlich den Niedergang. Also im Niedergang natürlich auch rauf und runter. Aber es braucht eine große Gelassenheit zu sehen, ich gebe das Beste, aber ich habe es nicht in meinen Händen, was daraus geschieht, letztendlich. Also diese Gleichmut eine sehr, sehr hilfreiche Qualität. Und dasselbe natürlich für unsere eigene Praxis. Also immer wieder zu sehen, ich gebe das Beste, ich setze mich aufs Kissen, ich stehe auf meinem Gehmeditationspfad, ich gebe das Beste und was dann rauskommt, das habe ich eben nicht in der Hand. Ich kann das Gras nicht zum Boden rausziehen oder das Bäumchen. Ich kann tun, was ich tun kann und dann braucht es ganz viel Geduld und Gelassenheit. Es gibt auch den Ausspruch, gib dein Bestes und das Dhamma wird sich entfalten. Und zwar nicht nach deinen Wünschen, sondern einfach so, wie es kommt, wie es sein muss oder wie man dem sagen will. Das können wir nicht zum Boden rausziehen. Also die Kunst, das Beste zu geben, offen sein, präsent sein, ohne den Anspruch, was geschehen muss. Also nicht, ich gebe dir, also mir, indem ich mich hinsetze, und dann will ich aber. Funktioniert scheinbar nicht. Von diesen 7 Qualitäten des erwachten Geistes, Achtsamkeit, also die Grundlage, die auch die anderen 6 Qualitäten im Auge behält und im Gleichgewicht versucht zu halten. Ergründung, Energie, Freude, die belebenden, energetisierenden, Gestilltheit, Sammlung, Gelassenheit, die beruhigenden Faktoren. Und eine Übung kann auch sein, dass man sich ab und zu in der Übung fragt, welche dieser Faktoren sind jetzt gut entwickelt oder dominant und welche sind vielleicht noch schwach entwickelt. Also wenn wir merken, dass Sammlung vielleicht stark ist, aber sehr viel Bemühen dabei ist, sehr viel Energie, ein bisschen Verkrampfung, versuchen die Gelassenheit mehr zu fördern. Also dabei bleiben, aber ein bisschen loslassen. Und wir sind alle auf einem Weg, der für die meisten von uns scheinbar offensichtlich nicht ein extrem kurzer, einfacher, schneller ist. Aber wir tun immer wieder das Beste, was wir tun können. Und ist immer wieder finde ich, das Bild, das ich jetzt gerade genannt habe, mit den Pflanzen, dass man einfach den Boden vorbereiten kann, säen, gießen, düngen, Unkraut im Schach halten und dann wächst es einfach. In einem trockenen Jahr wie diesem vielleicht ein bisschen langsamer. Wir haben da hinten jene von euch, die vor 3 Jahren im Novemberkurs waren, wurde 2 oder 3 Wochen lang wurden Bäume gefällt, jeden Tag. 60, 70 große Tannen wurden da hinten gefällt. Also allein das, hören, oder? Für die Übung.
Und dann war der Wald weg, das heißt, wir sind so ausgestellt seither, der Wanderweg da auf der anderen Seite des Bachs. Vor 2 Jahren wurden Bäume gepflanzt und jedes Mal, wenn ich komme, merke ich, dass ich die Hoffnung habe, dass die Bäume schon ein bisschen höher sein würden. Es waren gerade 2 trockene Jahre, die sind nicht so wahnsinnig schnell gewachsen in diesen Jahren. Gießen und warten. Also wir nähren und unterstützen diese 7 Eigenschaften durch weise Aufmerksamkeit in allen Bereichen unseres Lebens. Das können wir überall, das ist ja nicht nur hier auf dem Kisten oder auf dem Gehmeditationspfad, die Praxis ist überall und immer. Egal, ob wir in den Bus einsteigen, ob wir Zähne putzen, ob wir am Fotokopierer stehen, ob wir eine Diskussion haben, alles ist Praxis, alles hat Wirkung. Wenn ich Achtlosigkeit praktiziere, dann ist Achtlosigkeit die Wirkung. Und wenn ich Achtsamkeit praktiziere, ist höchstwahrscheinlich mehr Achtsamkeit die Wirkung, die Folge. Das heißt, wir können all diese Erwachensfaktoren, selbstverständlich werden die auch immer im Alltag geübt. Zum Schluss ein Zitat von Jack Kornfield, nochmal zu Pflanzen und Geduld. Unser Geist braucht große Ausdauer. Für die meisten von uns gleicht dieser Prozess der Aufzucht eines Jahrhundertbaumes. Ein langes und langsames sich öffnen bis hin zur prachtvollen Blüte unseres Erwachens. Das war jetzt aber noch nicht ganz der Schluss. Ich wollte nämlich nochmal Rainer Maria Rilke aus demselben Gedicht. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch.